Ich muss aber sagen, ich finde Shirin wirkt sympathisch. Ihr Manager macht es an der einen oder anderen Stelle wieder kaputt. Aber vielen, vielen Dank an der Stelle auch an dich. Natürlich an der Stelle. Oh. Wichtig. Meine Uroma hat früher immer so eine Kleider angehabt. Also, ja. Bruder, wilde Box. Shindy, da hast du einen rausgelassen, Bro. Geil. Mach mal Feature mit Leon Lovelock. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. So, wir ziehen uns jetzt die Roomtour von der guten Shirin David rein. Ich habe gestern auf ein Video reagiert, wo sie kleinen Kindern erzählt, was ein Ho ist und was ein Bubble Butt ist. Ich hätte das gerne hochgeladen auf YouTube, weil ich finde da auch, da muss man schon ein bisschen was zu sagen. Aber die haben es natürlich schlau gemacht, dass sie die Content-ID so eingestellt haben, dass man keine Reactions drauf machen kann. Schade, denn da hätte ich gerne meinen Senf dazu gegeben. Aber was soll's. Ich habe das Gefühl, die Shirin kommt doch bald wieder mit einem Album um die Ecke. Viele virale Videos in kürzester Zeit von einem YouTuber, der Musik macht, ist immer ein Zeichen Richtung Album, Richtung irgendeiner Ankündigung oder Richtung einem neuen Produkt, was auf den Markt kommt, ja? Schauen wir mal in das Video rein, vielleicht finden wir den ein oder anderen Hinweis. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Schauen. Lasst gerne einen Kommentar da, eine Bewertung da. So. Hey Leute, was geht ab? Ich habe euch überhaupt nicht erwartet. Mein Name ist Shirin David und nicht Romeo hat mir seine Uhr abgezogen, sondern ich habe ihm seine Uhr abgezogen. Romeo, den Man. Oh, da hat einer 5 Euro dagelassen. Bro, der Track Sonne gibt mir Kraft, jeden Tag weiterzuarbeiten und weiter Gas zu geben. Bruder, ich küsse dein Herz, Bro, ja. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, das zu machen, so. Ich schwöre, Digga. Gar nicht erwartet. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Kommt mal bitte rein. Komm. Cringe. Mal rein, ohne Schämen, aber Schuhe draußen. Ja, genau. Und jetzt könnt ihr reinkommen. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ihr wart noch nie hier, außer ganz kurz. Wirkt ein bisschen fake, aber ich muss sagen, Shirin wirkt auch sympathisch, Dicker. Was heißt, ich meine nicht fake, sondern dieses Aufgeregtheit vor der Kamera. Ich sehe das in ihrem Gesicht. Ich bin ja auch YouTuber, ich weiß ja, wie das ist, Bro. Ne? Ich weiß ja, wie es ist. Ich muss aber sagen, ich finde Shirin wirkt sympathisch. Ihr Manager macht es an der einen oder anderen Stelle wieder kaputt. Aber ich glaube, Shirin ist echt eine sympathische Dame, oder? Ein Blick auf Babsi Bars hattet, was wir genau hier gedreht haben. Jeder Penner macht von mir auf Playboy so wie Charlie Harper. Aber es bankrott und muss Steine pushen wie Alibaba. Ah, Steine pushen it in, man. Süße Wohnung auf jeden Fall. Hat mir gefallen, neben das Wohnzimmer. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Das ist meine wunderschöne Küche. Und zuallererst gucke ich erstmal an, möchte dir was trinken. Ich möchte auf jeden Fall sehr gerne was trinken, denn ich bin wirklich sehr, 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 sehr... Sieht die anders aus, Dicker? Die sieht anders aus. Ist die ungeschminkt oder irgendwas? Da fehlt was, oder? Das mit dem Trinken anbieten finde ich eigentlich sehr, sehr süß auch. Sehr schön. Danke für das Angebot. Ich nehme dann auch mal noch einen Schluck von meinem Tee. Weiter geht's. Aufgeregt heute, denn ich habe das allererste Mal ein neues YouTube-Video am Start. Ich weiß gar nicht, wann genau das letzte richtige YouTube-Video gedreht worden ist. Anton? August 2019. No. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Video hier überhaupt angezeigt wird. Also erstmal vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das Video überhaupt angezeigt wird. Die war eben in den Trends noch Platz 1. Ja, wurde angezeigt, Schwester. An die Leute, die überhaupt bis jetzt schon mal raufgeklickt haben und eingeschaltet haben. Ich freue mich unglaublich, dass ihr hier seid. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das merkt man. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Deswegen seid nett mit mir. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr hier seid. Ich update euch mal ganz kurz zu dem, was alles abging in der Vergangenheit und was alles auf euch zukommen wird. Es war eine unfassbare... Ich finde die cool, Digga. Schon damals.
war wilde Zeit. Ich habe das Gefühl gehabt, beim ersten Album, beim Supersize, konntet ihr gar nicht so viel verstehen, was hinter den Kulissen abging, weil ich einfach zu fokussiert war, dieses ganze erste Ding perfekt zu machen. Diese Transition, mit neuen Leuten zu arbeiten, mit einem neuen Team nach Berlin zu ziehen. Es war wirklich sehr, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Aber jetzt hat sich das eingependelt. Anthony ist mit am Start. Ich dachte, ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen, was abging. Als Supersize gedroppt ist im September 2019, hatte ich danach so eine kleine Depri-Phase. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, du bringst dein erstes Baby zur Welt und bist danach erstmal verwirrt. Wie machst du weiter? Wo willst du überhaupt ansetzen? Was sind die nächsten Schritte? Ich habe mir meine Mama geschnappt. Meine Mama hatte Geburtstag. Wir waren 2 Wochen auf Mauritius, hatten den Spaß unseres Lebens und war dann danach wieder zurück in Berlin. Bisschen lost, habe mich dann aber wieder schnell gefangen. Und dann haben wir angefangen, an meinem zweiten Album zu arbeiten im Januar 2020. Jesus, ich habe Durst. Und dann, als wir angefangen haben mit einem neuen Team, mit neuen Sessions, mit neuen Inspos, mit neuen Sounds, weil ich wollte unbedingt ein bisschen weg vom ersten Album und so ein bisschen mehr in meine Richtung gehen. Das, was ich so ein bisschen noch persönlicher fühle. Und ich glaube, es ist vollkommen normal, wenn man erstmal anfängt, Musik zu machen, dass man sich ausprobieren muss. Das Ding war einfach bei mir, das sehr, sehr oft und von... Ist auch geil, so eine Shirin David für mich persönlich zu verfolgen. Auch Matt zum Beispiel, weil es halt YouTuber sind, die da mit Musik angefangen haben. Und geil mit Musik angefangen haben, kann man sich die ein oder andere Scheibe auch von abschneiden an der Stelle. Vielen Leuten erwartet worden ist, okay, Shirin David hat diese riesen Reichweite, sie hat erreicht super viele Leute und es ist alles schon so huge. Und ich hatte immer diesen ganz krassen Druck, egal was jetzt von ihr kommt, es muss einfach on point sein. Die Videos müssen unfassbar sein, die Songs müssen unfassbar sein und das war auch mein eigener Anspruch. Aber in dem Falle habe ich dann oft vergessen, was... Aber habe ich nicht recht gehabt vorhin? Das läuft auf ein Album hinaus, ja? Habe ich doch schon gerochen. Mir richtig, richtig wichtig ist. Deswegen, ich habe dieses erste Album geliebt. Ich habe die ganze Kampagne geliebt und ich bin unfassbar dankbar. Die hat geschwollene Augen, sagt einer. Ja, ne, irgendwas ist hier so ein bisschen anders. An der Stelle, wie krass ihr mich unterstützt habt, wie krass es bei euch angekommen ist. Aber trotzdem muss man sich eben weiterentwickeln. Und irgendwie diese Entwicklungszeit ist immer die intensivste. Und Klima hit in, man. Auch die schwerste und das hatte ich. Wir haben also am zweiten Album gearbeitet, hatten das Album eigentlich auch schon fast ready. Ihr habt Hoes of G's Down bekommen, ihr habt 90, 60, 111 bekommen. Danach kam das Haftbefehl-Feature, mein krankestes Traum-Feature ever. Und danach kam noch Never Know mit Loco. Und das waren diese 4 Releases, die ihr zu dem Zeitpunkt bekommen habt. Und danach habe ich mein zweites Album gecancelt. Das heißt, ich habe alle 12 Songs komplett verworfen, weil ich mich einfach in dem Moment nicht ready gefühlt habe oder beziehungsweise gemerkt habe, das ist noch nicht mein zweites Album. Man sagt immer, das zweite Album ist das Wichtigste. Und ich hatte nicht dieses Gefühl, boah, dieses Album ist unfassbar. Das hatte ich einfach nicht. Deswegen, kurz gesagt, von diesem Album sind original 3 Songs übrig geblieben, die jetzt auf meinem fertigen zweiten Album geblieben sind. Und ich bin unfassbar happy darüber, wie es jetzt alles passiert ist. Deswegen. Krass aber, Digga. Album komplett überworfen, nochmal neu gemacht, fühle ich. In den nächsten Wochen und alles, was jetzt auf euch zukommen wird, werde ich euch zeigen, wie wir gearbeitet haben, was wir gemacht haben. Ich werde euch mein Team vorstellen. Anthony und ich. Das ist geil, Digga. Ich wollte es gerade sagen, ich würde gerne mal sehen, wie die so arbeitet, ne? Wie viele Leute da helfen und so und wie viel sie auch selber macht und was da so abgeht, dies, das, bla bla bla. Das würde mich schon mal interessieren. Einfach Interesse halber. Und so unfassbare Videoideen ausgedacht für euch. Und ich freue mich übertrieben. Deswegen aktiviert eure Benachrichtigung. Entabonniert und abonniert mich nochmal, dass meine neuesten Videos immer und immer wieder bei euch angezeigt werden. Folgt mir auf... Entabonniert und abonniert mich nochmal. Guter Hinweis, müsste ich vielleicht auch mal erwähnen. Ich bin mir nämlich darüber auch bewusst, dass viele Leute, die neu dazugekommen sind, mich noch gar nicht so richtig kennen. So, wir sind jetzt bei 4 Minuten 47 und von der Wohnung oder von dem Room haben wir bis jetzt noch nicht so viel gesehen an der Stelle, oder? Shirin, nenn's doch einfach Album Promo. Album 2? Nein, willkommen in meinem Zuhause. Ist natürlich ein super Titel für eine Ex-YouTuberin. Schalten natürlich alle ein. Habe ich auch an einer super Stelle gestoppt. Ich finde, das sollte das Thumbnail eigentlich sein von dem Video. Wie die Shirvizzles von früher. Deswegen werden wir ein paar Sachen aufarbeiten, aber wir werden euch auch ein paar aktuelle Dinge zeigen. Aber kurz gefasst... Shirvizzle it in, man. Ich bin auch einer. Hab dann zum Ende des Jahres Babsi Bars bekommen. Ihr seid ausgerastet und ich möchte bitte nicht, dass ihr mich schon wieder anschreit, warum Babsi Bars noch nicht auf Spotify ist. Deswegen bleibt dran. Jedenfalls war es ein unfassbar wildes Jahr. Wir haben dann weitergemacht und jetzt hat... Schreibt gerade einer, die tut immer so, als ob die voll krass mitwirken würde. Text wird geschrieben, Flow wird vorgegeben. Das weiß man halt nicht, ne? Da wäre ich halt gerne mal dabei so. Aber selbst wenn, Bro, ist auch eine Arbeitsweise, ne? Ich persönlich habe einen anderen Anspruch so. Ich habe auch schon, viele Leute haben mir schon geschrieben und mich gefragt, ob die mir
helfen sollen, aber ich habe keinen Bock. Ich will am Ende da sitzen und sagen, das sind die Balls, Digga. Weißt du, wie ich meine? Zu meinem Geburtstag hin bin ich unfassbar happy und ab Geburtstag, ich sehe aus wie eine reiche Old Lady mit ihren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blumensträußen. Deswegen, ich hatte den geilsten Geburtstag, auch wenn es ein Lockdown war. Ich bin letzte Woche... Allgemein, so dein Outfit sieht auch ein bisschen so Oma-Vibes aus, aber süß. Genau, vor einer Woche 6. T-Shirt ist nice. Ich meine, so vom Look her, könnte auch so... Meine Oma hat früher immer so eine Kleider angehabt. 20 Jahre alt geworden. No front an der Stelle. Und ich möchte mich an der Stelle bedanken an meinen guten Freund Loco. Excuse me! Er hat mir diese Bottega geschenkt. Und Leute, es gibt die zwei, ich will nicht lügen, wie oft es sie mal gibt, aber angeblich gibt es sie zweimal in Deutschland. Wenn es die zehnmal gibt, scheißegal. Ich meine, guck mal, ganz kurz, scheiß auf Bottega. Was ist das für ein unfassbar süßes Geschenk? Wirklich, ich küsse deine Augen. Das ist wirklich das Cuteste ever. Und ich glaube, sie wird auch nicht lange bei mir bleiben. Ich glaube, Patti zieht sie morgen eh ab und dann werde ich sie nie wiedersehen. Aber vielen, vielen Dank an der Stelle auch an dich und ganz viel Liebe und Grüße gehen raus. Bitte. Natürlich an der Stelle. Oh, unfassbar. Genau, also hier sind überall noch Geburtstagsgeschenke. Wichtig. Puzzle, Bilder, Schokolade, Bücher. Und das hier ist immer meine Gemütlichkeitsecke. Und blauer Himmel, Digga. Ich glaube, heute ist der letzte Tag, wo man nochmal ans Wasser, ans Meer gehen kann. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Oh, was ist denn das? Aber ganz kurz, bevor ich euch das zeige, wir machen erstmal das Bild aus. Nicht, dass wir noch in Probleme bekommen wegen irgendwelchen Bildrechten, weil wir sind ja keine Anfänger. Magic Bits. Stark. Glocksberg, spread the love, wie das Glücksbärchen mit dem Stoffherz. Gab die Sache nicht Support, bin ich Fan? Yes, man. Text, sicher Tracks, immer performt in die Webcam. Wollte denen, die ich feier, immer den Respekt geben. Doch alle benehmen sich so, als wollte ich ihm was wegnehmen. Ich trage dick auf, King Skincare, die haben auf mich geschaut, weil ich mit den Haut zeige, so wie Swimwear. Leute von außerhalb reden, als wären sie Indien. Okay, das reicht, weil ich weiß nicht, wer hier Hörproben von meinem zweiten Album anmacht. Denkt, dass ich nicht dazu mitmachen kann. Fühle ich, jo. Ja, danke schön. Jedenfalls, Themawechsel, dazu komme ich. Geil, schon. Mach mal Feature mit Leon Lovelock. So, wird doch zusammenpassen, oder? Vom Bild her? Nicht? Kurz dazu, das ist keine Bag, das ist eine wunderschöne Musikbox. Die habe ich von einem gewissen Herren geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Bruder, wilde Box. Shindy, da hast du einen rausgelassen, Bro. Ich bin sicher, ihr habt es alle mitbekommen, aber die hat jetzt diesen besonderen Platz. Ich wollte auch immer vorher unbedingt eine Box haben. Ich hatte immer nur die von meinem... Bro, du kannst Adlibs machen. Skrrr! Ja, jetzt habe ich hier diese süße Box. Ich meine, I mean... Okay, die ist ein bisschen schwer. Ich stelle die mal wieder ab. Jedenfalls, hier habe ich ein unfassbar süßes... Also ich habe... Sehr ehrlich, stellt euch vor, ich wäre dabei bei der Roomtour. Wäre lustig, Digga. Wäre lustig, ich fühle das. Ich glaube, wir beide sind... auf einem ähnlichen Behindert-Kaputtheitslevel so. Sehr, sehr viele Tablebooks bekommen. Ich auf jeden Fall nochmal viel mehr so, aber die ist auch nicht ganz, weißt du, straight in der Birne. Weil ich liebe Tablebooks, also ich habe da so einen kleinen Mini-Stapel. Ich finde, das ist einfach das Schönste, was es gibt. Ich bin obsessed mit Donatella, mit Naomi, mit schönen Frauen, mit schönen Kollektionen. Aber das allerschönste Fotobuch, / ich mache daraus ein Tablebook, was ich je bekommen habe, mit Abstand, ist von Anton. Und das ist ein Buch, was also von unserer Zeit gemeinsam, von Januar bis März, von diesem Jahr tatsächlich. Also alles, was sie behind the scenes gemacht haben, so fängt das zum Beispiel an. Happy Birthday, SD2-Album, weil wir verraten natürlich noch nicht den Titel und damals gab es den Titel auch noch nicht. Und Anton hat einfach seine schönsten Fotos zusammengestellt, so ein unfassbar nices Fotobuch zu machen. Und ich will euch noch nicht zu viel zeigen, weil... zum Thema, das wird in der Box sein. Gran Canaria kommen wir noch. Deswegen, Freunde der Sonne, aktiviert eure Glocken. Ist mir egal, ob bei Insta... Ah, die macht Videos, Blogs, Mocks und so jetzt. Promo, wa? Oder bei YouTube, aktiviert einfach alle eure Glocken. Weil ihr müsst am Start sein, weil es gibt Videos von Gran Canaria. Und ich werde euch mein Team vorstellen. Wir werden euch zeigen, wie wir gearbeitet haben, was wir gemacht haben. Es war wirklich die krasseste Zeit. Und es hat
einfach so viel Spaß gemacht. Ich kann gar nicht glauben, dass das schon wieder vorbei ist. Ich vermisse die Zeit. Wie sehr vermisst du auch frisches Avocado? Unfassbar. Frisches Kaffee am meisten. Frisches Kaffee, frisches Avocado. Ey Leute, ich würde am liebsten wieder dahin fahren. Komm nach Mexiko, I'm here. Ich habe auch ein Mic dabei, wir können einen Song aufnehmen. Einen ganzen Monat waren wir da, kannst du das glauben? Unfassbar. Einen ganzen Monat und jetzt sind wir aber wieder hier und deswegen möchte ich euch ein bisschen was zum zweiten Album erzählen. Beim letzten Mal konnte ich weiß gar nicht, was Anton fühle ich. Würde sie sich jetzt hinsetzen, will sie jetzt sich hinlegen? Ich habe so lange Jogginghosen getragen im Studio und so viel Mist gegessen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man sich wie eine Lady benimmt im Rock und hohen Schuhen. Ich weiß einfach nicht mehr, wie das funktioniert. Jedenfalls habe ich diesmal alles so timen können, dass ich erstmal mein Album finalisieren konnte. Unfassbar happy bin. Wir haben uns wirklich den Arsch aufgerissen dafür. Es ist wirklich von ganzem Herzen, es wird ein sehr perfekt. Warte mal, Dicker, was ist denn mit dem Rest von der Wohnung? Schlafzimmer und so. Nicht? Mich jetzt interessiert, so WC, Duschmöglichkeiten, Badewanne, Whirlpool, Jacuzzi, Dachterrasse, keine Ahnung, muss ich doch wissen. Sehr ehrlich zu euch sein, ich werde euch sehr viel erzählen, was ihr noch nicht wisst oder was ihr nicht mitbekommen habt, vor allem mein Weg in... Die ist voll high, Digga, echt? ...die Musik und wie das alles für mich war und... Leon feat. Shirin David auf Drill wäre Baba. wie ich mich gefühlt habe, was passiert ist, mit wem ich gearbeitet habe, weil ich höre jeden Tag neuen Gott. Der Bizeps muss auf jeden Fall in ein Shirin David Video rein, Digga. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Deswegen müssen ein paar Sachen auf jeden Fall mal geklärt werden. Und das passiert alles auf diesem zweiten Album. Und ich glaube wirklich, Room Tour für zwei Handtaschen, ihr es lieben werdet. Und deswegen freue ich mich auf alles, was kommt, weil ich möchte euch mitnehmen. Ich möchte euch alles zeigen. Ich möchte euch vor allem Songs erklären. Ich habe das Gefühl, dass beim ersten Album ich euch nicht die Geschichte ganz zu Ende erzählen konnte, weil ich zu beschäftigt war mit dem ganzen Prozess an sich. Und diesmal habe ich es geschafft, das ganze Album ready zu machen und habe jetzt Zeit, mich auf YouTube-Videos für euch zu konzentrieren. Mich zu konzentrieren, wie ich euch meine Sachen erklären möchte, euch mitzunehmen, euch abzuholen. Und deswegen, ich glaube, das wird eine unfassbare Zeit. Deswegen, ohne zu viel jetzt irgendwie euch noch voll zu quatschen, ist es... Schön einmal tief durchatmen. Sie wirkt voll gestresst. Super wichtig, weil jetzt in dem Moment ist auf meinem Instagram ein neues Bild online gegangen. Und für mein nächstes Video am nächsten Sonntag möchte ich explizit auf eure Fragen eingehen. Das heißt, Ali Johnny 2424, Grüße zurück, Bro. Wie persönlich sie sind, ob sie oberflächlich sind, ist es mir egal. Hauptsache, ihr fragt mich das, was euch auf dem Herzen liegt. Vielleicht sind es die Fragen mit den meisten Likes, vielleicht sind es auch die Fragen, wo ich denke, okay, das kann ich euch gerade sehr gut erklären oder beantworten. Deswegen, ich freue mich auf alle eure Fragen. Vor allem weiß ich auch, wie sehr euch das Thema Team und Ghostwriting interessiert. Und auch dazu gibt es natürlich ein paar Themen, weil bei uns heißen die übrigens nicht Ghostwriter, sondern bei uns heißt es Writer, weil wir Ghost nichts und wir verstecken keine Writer. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, das Video dazu kommt nämlich den nächsten Sonntag darauf. Nicht den nächsten Cringe. Sonntag, sondern den nächsten Sonntag darauf. Deswegen seid auf jeden Fall am Start, weil ihr werdet es einfach lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst immer auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich sehe, ihr habt Bock, ihr seid am Start. Das hier ist keine Single. Ich hab Bock, as always. Das hier ist keine Albumankündigung, das ist einfach nur eine Ankündigung, dass es jetzt losgeht. Ist eine Roomtour. Digga, die sagt, es ist keine Single-Ankündigung, es ist keine Album-Ankündigung, es ist einfach nur eine Ankündigung, dass es losgeht. Im Titel steht, willkommen bei mir zu Hause. Deswegen, ich freue mich sehr auf euch hier, vielen Dank. Alles klar, Digga. Dass ihr geschaut habt, ich freue mich richtig krass, wieder zurück zu sein. Es fühlt sich unfassbar gut an. Ein bisschen lost und ein bisschen aufgeregt, aber es fühlt sich gut an. Deswegen fühlt euch ganz doll gedrückt. Dangerous Woman, das wäre ich, Ariana Grande. Von mein Gott ist sie sexy hin zu Baller, sie ist eine Schnappe. Die deklarieren ein Mini-Rock zu. Aber wenn ich Feature mache, dann muss sie ihren Part doch selber schreiben, Digga. An der Stelle. Schicker neuer Trenchcoat, Alter.